Henkel ist seit 2007 Mitglied, aktives Mitglied bei der Charta der Vielfalt. Und es gibt viele Mitgliedsunternehmen, die hier in der Region angesiedelt sind. Und es gibt viele Unterzeichner der Charta der Vielfalt, die auch hier in der Region Rhein-Ruhr beheimatet sind. Und wir sehen uns immer auf irgendwelchen Konferenzen, auf irgendwelchen Veranstaltungen. Und da entstand der Gedanke, dass wir gesagt haben, wir können auch hier vor Ort noch viel schlagkräftiger werden, wenn wir uns zusammentun. Und wenn wir als Unternehmensnetzwerk auch Erfahrungen austauschen, uns Informationen untereinander weitergeben und uns auch gegenseitig bereichern. Denn das ist der Gedanke von Vielfalt, dass wir auch vielfältige Ideen in die Unternehmen tragen. Und so haben wir vor ungefähr 3 Jahren dieses Netzwerk zusammengerufen aus Mitgliedsunternehmen sowie Unterzeichnern der Charta der Vielfalt und veranstalten einmal im Jahr einen gemeinsamen Diversity-Tag am Tag des Deutschen Diversity-Tages. Machen eine große Veranstaltung, wo wir Führungskräfte aus den Unternehmen einladen, Vielfalt zu erleben, sich mit anderen Unternehmen auszutauschen, ihre Erfahrungen zu teilen und dementsprechend auch den Vielfaltsgedanken in die Unternehmen zurücktragen und in die Fläche tragen. Henkel ist ein großes Unternehmen mit weltweiter Präsenz. 80% unserer Mitarbeiter sind im Ausland, das heißt nicht am Standort in Deutschland. Dementsprechend ist kulturelle Vielfalt bei uns einfach ein Phänomen, mit dem wir tagtäglich leben. Und dass wir natürlich auch zur Entwicklung des Unternehmens, zum Wachstum des Unternehmens nutzen. Das heißt, die Mitarbeiter hier am Standort sowie die Mitarbeiter an den internationalen Standorten sind mit vielen Kollegen unterschiedlichster Natur, unterschiedlicher Kultur und unterschiedlichster Denkweisen konfrontiert. Und um das wirklich zu nutzen und zu wirken zu bringen und jedem die Möglichkeit zu geben, das Potenzial zu entfalten, nutzen wir viele Instrumente im Rahmen von Diversity and Inclusion, um das voranzutreiben.